wieder zurück im Tessin von Thailand, bin wieder zu Hause und habe mich hier schon wieder ziemlich eingelebt. Ich genieße es hier, obwohl ich schon wieder auf dem Sprung bin. Aber heute geht es um eine Buchrezension. Ich will euch ein Buch vorstellen, das es zwar schon länger gibt, das ich aber erst gerade entdeckt habe und das ich einfach genial finde. Das Buch heißt Medical Medium, auf Deutsch mediale Medizin. Und ich habe das erst kürzlich, zwei Freundinnen haben mir das unabhängig voneinander empfohlen und dann habe ich mir das gekauft. Und ich finde es so genial, ich muss sagen, dieser Mann, er spricht mir aus der Seele und ich bin absolut begeistert. Und ich weiß nicht, viele von euch haben vielleicht das ist ein neuestes Buch, das ist über den Selleriesaft. Das ist jetzt gerade rausgekommen. Und das beschreibt er aber auch hier drin ausreichend. Und ich mache jetzt das. Ich trinke jetzt schon die ganze Woche am Morgen einen Liter Selleriesaft. Und ich finde es sensationell, weil ich hatte so das Bedürfnis, mich zu entgiften. Ich habe so das Gefühl gehabt, ich habe mich in Thailand vergiftet, obwohl ich immer viele Durians gegessen habe und so. Aber es gibt nichts Bio. Es wird so mit Pestiziden um sich geschmissen. Und so kam das eigentlich genau zur rechten Zeit, dass ich jetzt diese Kur mache. Und ich will euch mal ein bisschen erzählen, was er da so alles schreibt. Also, das Buch ist von einem Anthony William und er schreibt, dass er schon als Kind eine Stimme hört neben seinem Kopf, nicht in seinem Kopf. Diese Stimme nennt er Spirit, also der Geist. Das ist irgendwie der Geist des Mitgefühls. Und dieser sagt ihm von allen Menschen jederzeit genau, an was für Krankheiten sie leiden und wie sie zu heilen sind. Und weil das ja so Esoterik und so, ich war zuerst sehr skeptisch, dann habe ich angefangen zu lesen und ich lese eigentlich, es hat auch sehr viele Fallbeispiele darin, ich lese eigentlich genau eins zu eins den Verlauf, was bei mir passiert ist, dass ich krank wurde und mich dann geheilt habe. Es ist Wahnsinn, es ist wie das fehlende Puzzleteil. Und er beschreibt eigentlich genau das Gleiche. Also er hat vor allem, er nennt der Unforgiving Four, das sind die gnadenlosen vier, das sind Strahlung, Pestizide, DDT und giftige Schwermetalle. Und er spricht mir einfach so aus der Seele, dass man eben diese Gifte, dass die immer stärker werden, dass man die vermeiden soll und was die alles für Krankheiten auslösen. Bei mir war es ja so, dass ich dann eigentlich intuitiv, als es mir so schlecht ging, von 2005 an, zuerst aufs Entgiften kam mit Chlorella, auf die Schwermetalle und das allein hat aber nicht gereicht und kurz darauf habe ich zuerst die vegane Ernährung entdeckt. Also 1.1.2012 habe ich zum letzten Mal in meinem Leben ein tierisches Produkt gegessen, das war ein Lachs. Da habe ich das Buch von Rüdiger Dahlke gelesen, Peace Food, und habe sofort aufgehört, Tierprodukte zu essen. Und das allein hat dann auch noch nicht gereicht. Und dann im September 2012 habe ich die 80-10-10-Ernährung entdeckt, also die High-Carb-Ernährung mit Rohkost und habe dann nach einer Woche mit dieser Ernährung so eine gewaltige Verbesserung gespürt, dass all meine Verdauungsbeschwerden, alle Probleme sind weg gewesen, schlagartig. Was vorher 150 Heilpraktiker und möchte gern Therapeuten und so nicht rausgefunden haben. Und ich habe das dann ein ganzes Jahr durchgezogen. Anthony Williams beschreibt hier drin, William beschreibt hier drin eine 21 Tage Reinigung des Körpers, wo man nur eben rohe Früchte und Gemüse isst und praktisch kein Fett. Und ich habe eigentlich das genau ein Jahr gemacht. Und
Intuitiv habe ich eigentlich genau das Richtige gemacht und es ist für mich so eine Wahnsinnsbestätigung. Das einzige fehlende Puzzleteil, was er hier drin beschreibt, was ich nicht wusste, er nennt das hier auch viel immer Mystery Illness, also es sind einfach unerklärliche Krankheiten, wo so viele Menschen haben und sie können einfach nicht geheilt werden. Sie rennen von einem Arzt zum anderen, das ist mir ja auch passiert, und kriegen Antibiotika, kriegen das und nichts hilft. Und er hat hier drin chronische Müdigkeit, MS, Fibromyalgie, was ich hatte, rheumatoide Arthritis, was bei mir auch der Verdacht war, alles mit Schilddrüse. Er beschreibt Candida und so weiter. Und das einzige fehlende Puzzleteil ist der Epstein-Barr-Virus. Er beschreibt jetzt, dass der Epstein-Barr-Virus für diese mysteriösen Krankheiten verantwortlich ist. Und den kann man jahrzehntelang im Körper haben und irgendwann durch irgendeinen Trigger, durch Stress, durch tragische Ereignisse oder körperlich irgendwie, dass man nicht so gesund lebt, kann der ausbrechen und macht dann diese Beschwerden, also auch dieses Brennen und so. Das ist anscheinend typisch, was ich hatte, dass ich die Arme quasi nicht mehr heben konnte vor lauter Schmerzen. Das beschreibt er alles und also hat hier Fallbeispiele drin und ich könnte überall meine Unterschrift drunter setzen. Dann gibt es von ihm noch ein anderes Buch. Das hatte ich zuerst gekauft. Das heißt Life Changing Foods. Und das ist einfach über 50 verschiedene, ups, 50 verschiedene Früchte, Gemüse, Kräuter und Wildpflanzen. Das eigentlich die heilsamsten Pflanzen sind auf unserer Erde. Und da hat es alles dabei, was ich auch immer kaufe, was ich mich auch entgiftet habe damit. Er hat jetzt einzig für die Schwermetallentgiftung, sagt er, Spirulina und Dulse, also atlantische Algen statt Chlorella. Ich habe damals Chlorella genommen. Gerstengras, Saft, Pulver, empfiehlt er auch wärmstens. Dann sind hier alle Früchte drin, viele Kräuter. Knoblauch, Ingwer, Zitronenmelisse, das wusste ich nicht, dass die so gut ist, habe ich mir auch gerade gekauft jetzt. Petersilie, Koriander, Himbeerblätter, Kurkuma, dann hat er bei den wilden Sachen, hat er zum Beispiel Aloe oder Kokosnuss, Löwenzahn, Brennessel. Wilde Heidelbeeren habe ich mir auch gerade gekauft, wusste ich nicht, dass die so gut sind. Und er hat dann eben hier auch bei jede Frucht, jedes Gemüse wird einzeln beschrieben, hat auch spirituelle Aspekte drin. Das finde ich noch schön, das finde ich noch interessant. Man kann schauen, was ist gerade mein Thema. Passt das? Warum brauche ich jetzt das und so? Und hat überall dann auch ein Rezept drin, bei jedem Kapitel, jedem Gemüse hat es ein tolles Rezept, ganz, ganz einfach. Auch ganz quasi so, wie ich mich ernähre seit über 7 Jahren. Manchmal gekocht, manchmal roh, wenig, wenig Öl. Und ich finde es einfach fantastisch. Ist er nicht, also er hat aber in beiden Büchern eine Liste drin, was man nicht essen soll. Und da ist überall dabei Milchprodukte, Fisch, vor allem gezüchteter Fisch, Eier, dann auch künstliche Süßstoffe, raffinierter Zucker und auch Natriumglutamat und so. Also, es ist wirklich, er hat noch Honig dabei. Ich habe auch viel Honig gegessen. Von Orkos habe ich den bestellt, rohen Honig. Hat mir sehr gut getan.
Also es ist nicht 100% vegan, aber wenn du so viele Früchte und Gemüse isst, dann bleibt eh nicht mehr viel Platz für anderes. Also kann ich euch wärmstens empfehlen, die Bücher. Ich tue euch den Link hier unten in die Beschreibung und das ist ein Affiliate-Link zu Amazon. Wenn ihr da das Buch bestellen möchtet, dann kriege ich noch einen ganz kleinen Unkostenbeitrag, wenn ihr es über diesen Link bestellt. Vielen herzlichen Dank, teurer ist es deswegen nicht. Und jetzt will ich auch gerade bei dieser Gelegenheit wieder mal Werbung machen für mein Buch. Das gibt es auch als E-Book. Hier ist das gedruckte Buch, ist alles zusammen drin. Das E-Book ist in zwei Teile aufgeteilt, zur einfacheren Verständnis. Ein Teil Ernährung und ein Teil Entgiftung. Beschreibt auch meine ganze Geschichte, was ich erlebt habe, wie ich mich selber versucht habe zu heilen. Beschreibt ganz detailliert mit einer Liste, welche Gifte du vermeiden sollst und wie du das machen kannst. Dann, wie du entgiften kannst, mit, vor allem mit Grassäften, alles mit Grün. Darum heißt es ja auch vom Gift zu Grün. Und es hat 40 Rezepte drin, alles High-Carb-Rezepte, Rohkost, gekocht, ganz einfache Sachen, auch zum Beispiel Süßes, Torten und so. Und da tue ich euch auch den Link in der Beschreibung. Also wenn ihr meine Bücher kauft, freue ich mich sehr darüber. Und es ist für mich einfach wieder eine wunderbare Bestätigung, dass ich immer noch auf dem richtigen Weg bin. Ich gebe nicht auf, ich mache weiter, auch wenn ich von meinen Büchern nach wie vor natürlich nicht leben kann. Ich will diese Botschaft weitertragen in die Welt, weil es ist sehr wichtig. Und offenbar gibt es sehr viele Menschen, die das Bedürfnis haben. Die Zeit ist eindeutig reif dafür. Und ja, darum mache ich weiter und kann euch das empfehlen, diese Bücher zu kaufen und daraus ein paar Rezepte auszuprobieren und zu entgiften. Ich trinke jetzt meinen grünen Saft fertig. Bis bald. Tschüss.